je. Großer Gott. Ich muss mich hinlegen, bevor ich mich noch zu Tode gähne. Ja, das könnte passieren, wenn wir nicht aufpassen. Damit hallo, herzlich willkommen. Scheiße, wir brauchen jetzt irgendwas, wo wir pennen können. Ey. Wir brauchen jetzt tatsächlich irgendwas. Da ist aber Mordsauflauf hier. Wir brauchen jetzt echt erstmal was, wo wir echt schlafen können. Denn mir geht's gar nicht gut. Ich muss echt... Ich ruf mal meinen Gaul, die Bebels. Ich muss jetzt echt eine Kneipe oder was finden. Denn ich möchte nicht riskieren, dass ich jetzt hier gleich sterbe. Boah, Schütze, Alter, ist das fett. Ist das ein Einhorn? Nee. Jetzt habe ich schon gedacht, ne, dass die auch mit dem Käse anfangen. Die Kirche ist fett. Ui, was ist das? Mühle oder? So. Das bräuchten wir halt irgendwie. Verdammt. Schütze, ja, kennst dich aus. Ich bräuchte jetzt echt was. So, wir essen den Apfel. Zwiebel komme ich damit. Wein, rote Beete. Kohl, weg damit. Karotte, weg damit, weg damit, weg damit. Die Gaggele. Oi, oi, oi. 99 und ich glaube, ich bin jetzt sogar auch vergiftet. Jo, da geht was. Super. Ah, verdammt, ich muss jetzt hier echt... Sorry, ich muss jetzt hier einfach mal blöd... Wer wohnt hier? Hier können wir sicherlich was verkaufen. Ich muss jetzt hier halt echt schauen, dass ich... Wir sind erst hier, okay. Ja, ich denke mal, hier im Zentrum müssen wir doch Kneipen haben. Das ist alles so am Berg oben, ne? So schnellreiseorientiert, gratuliere. So, ich muss jetzt echt hier... Wo ist denn hier Moos-Taverne? Oh, das liegt alles so am Hang, ne? Hier ist das Maria. Wo ist denn hier Kneipen? Ich bin schon völlig blind vor lauter, lass mich auch mit. So, was haben wir hier Feines? Ach, die haben auch hier einen Pranger, gratuliere. Das ist auch Kneipen, grüß Gott. Ah, jetzt aber nichts wie nein, du. Boah. Bitte hab auf. Wieso hat der Puff hier nicht auf, ey? Gute Frau. Ich müsste mich ein paar Stunden hier legen. Grüß Gott. Was lungerst du hier so herum? Verschwinde! Ich will ein wenig ins Bett. So, es muss doch nicht sein. Komm, ich rede mit dir. Ach toll, ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Das ist sicher Heinz. Galgenfutter. So wahr Gott ihn schuf. Wohnt am Dorfrand neben dem Bach. Nimm ihn mit und gut ist's. Nein, wir machen... Ich muss hier pennen. Gute Frau. Was passiert eigentlich? Werde ich dann bewusstlos oder schlafe ich dann einfach ein? Das muss ich halt wissen jetzt, ne?
Man möchte die Kneipen aufhören. Das gibt's doch nicht. Frühshoppen muss doch gehen. Kann ich mich hier vielleicht? Hier kann ich nur sitzen, ne? Freunde der Sonne. Macht jetzt keinen Mist. Ich will jetzt eigentlich nicht gerade großartig hier einbrechen. Okay, was haben wir denn hier noch alles? So, Taverne. Krämer, weißt du was? Dann gehen wir zum Krämern über. Dann schauen wir, ob wir bei dem noch ein bisschen was verkaufen können. Ich glaube, wir sind auch zu früh dran, ne? Die stehen alle erst auf. Da hat anders seinen Schuh verloren. So, Händler, Kodex hast du entdeckt. In Kärnten der Schuh. Hat es früher Bedeutung gehabt? So, wir haben den Kodex. Wir schauen aber doch mal, ob wir hier noch was haben. Ne, haben wir nicht. Karte, okay, Questlog, ja. Ah, guck mal, Stärke, kennst dich aus. Fest im Griff. Waffenart, Axt. Nein, das war das Falsche. So, Stärke. Deine Chance, den Gegner in Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Deine Ausdauer sind im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen mit der Waffe. Ah, cool. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anderen willst. Die Auswirkungen sind stärker. Ich mach mal das mit dem Fest im Griff. Klingt ja soweit ganz okay. Gute Frau. Hallo. Kann ich mit dir reden? Verpiss dich! Ja, ich kann mit dir reden. Warum sind die jetzt... Nur weil ich mich mit dem geprügelt habe. Da ernst von dir gewiesen, du alte Hex. Oh, die Kirche wird cool sein, bestimmt. Keine Ahnung, die anderen Kirchen, wo wir ja bisher waren, haben doch eigentlich recht viel recht vielversprechend ausgeschaut. So, gute Frau. Kann ich mit dir reden? Bitte. Wo ist der Wirt, wenn man braucht? Das gibt's doch nicht, Freunde. Komm, wir müssen doch mal vorladen. Daran wird zwar unsere... Entschuldigung. Daran wird zwar unsere Energie leiden. Stark leiden sogar. Aber wir irgendwas müssen wir ja machen. Meine Güte. Ba. So, jetzt ist kurz vor 12, ey. Jetzt ist doch die beste Zeit zum Frühshoppen. So zwischen 10 und 12. Gute Frau. So, jetzt ist die Kneipe endlich auf, ey. Ich habe entdeckt, Bäcker, willst du mich verarschen? Dorfbewohnerin, grüße dich, meine Holde. Was lungest du hier rum? Verschwinde! Bist du jetzt blöd? 70? Nee. Was mache ich jetzt, wenn ich... Ich muss irgendwo was finden zum Schlafen.
Endlich, ich musste es machen. Ich kann nicht länger als 12 Stunden schlafen. Ja komm. Es tut mir leid, es läuft alles andere als hervorragend gerade. Irgendwie. So Komfort 30%, ja, so langt ja eigentlich. Sattheit, ja, da können wir noch was fressen. Team soll es im Mangel. So, dafür sind wir wieder topfit, was die Gesundheit angeht. Energie wird auch wieder ein bisschen mehr. Sind wir jetzt bei 29. Ah, das ist blöd, ne? Nacht da, jetzt ist halt schon wieder Nacht, ne? Grütze fix, der Teufelskreis. Gratuliere. Ich hätte vielleicht doch nochmal zum Beschek reisen sollen, oder? Wir müssen halt jetzt dringend irgendwie was suchen. Ja, Sarah, ich sag mal so, wenn wir ein bisschen hungrig sind, da finden wir schon immer wieder was irgendwo zum Essen. Das wird nicht das Problem sein. Ich mache mal die Tür zu. So, Schlösser leicht knacken. So, was haben wir denn hier Feines? Schafsleder, Wildschweinleder. Ja, es ist okay. Ist vollkommen okay, wir benutzen die leider. Ich sehe nichts. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Aber das schaut nur so aus. So, bloß hier kann ich... Hier nicht sogar noch speichern können. So kann ich das nicht öffnen. Kann ich eigentlich noch mal nach vorne? Ich habe zu lange geschlafen. Okay, dann hätte ich nämlich hier speichern können. Hui. Jetzt müssen wir Obacht geben. Ich möchte nicht die Markt oder die Schank aus, Schankdame. Grüß Gott. Pass auf. Ich habe einen Namen, ey. Was führst du hier im Schilde? Verzieh dich oder ich hetze dir die Wachen auf den Hals. Ich höre Stimmen. Die sind alle draußen, oder was? Was war das? Wo höre ich denn die ganzen Stimmen, ey? Mich verarschen. Okay, es hat's mit X, war wohl wieder nichts hier, ne? Wir könnten aber warten, ne? Es tut mir weit, es tut mir leid, wir müssen warten. Es tut mir sehr leid. Ja, da müssen wir jetzt durch. Okay, jetzt möchte ich aber hier mal wirklich was machen. Wir haben jetzt in der gestrigen Folge kaum eine Quest, oder gar keine Quest gemacht eigentlich, wenn es so siehst. In die Kneipen, hat er gemeint. Wir hauen nochmal die Fackel weg. Wer wohnt denn da hinten eigentlich? Franconia kennt schon wieder schlafen. Ich lasse jetzt mal wirklich, versuche jetzt mal wirklich keine Wachen zu looten. So, was ist denn das für Brauerei da? Was ist das für Ding? Apotheken? Schreibe!
Zu dem müssen wir doch hier. Zum kleinen Schreiberlein. Der wohnt hier, oder was? Ja, bist du deppert. Ich möchte halt echt. Ja, wir waschen uns nicht. Ich müsste echt hier dringendst was verkaufen. Können wir jetzt hier rein oder ich dreh gleich durch. Sehr leicht. Weißt du was? Jetzt wird's blöd. Wo ist mein Gaul? Wo ist die Bibbles? So. Dann gucken wir auf die Karte mal geschwind. Ich glaube, der Typ wohnt hier, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall den Schreiber. Wir könnten hier hin. Ich müsste halt echt jetzt hier schnell hin, ne? Schnell reisen kann ich hier leider gar nicht. Und wir werden auch wieder pennen müssen. Mal schauen, vielleicht machen wir dann heute doch hier. Boah, da geht's. Alter, schauen, wie steil es dann runtergeht. Ey, willst du mich verarschen? Ja, wir werden dann womöglich jetzt doch die Folge heute ein bisschen länger machen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber ich denke schon, dass wir ein paar Minuten drüber machen. Außer wir finden hier gleich wieder was. Aber ich würde doch... Hui. Mu, mu, mu. Bitte geh da drüber. Braves Pferdchen. So. Voll hügelig hier, ne? Waren wir hier auch? Hier gibt's doch was, oder? Hier ist doch bestimmt auch noch was, oder? Wer ist hier gestorben? Ja. Alter Schwede. Was ist das jetzt für Wald? Ja. Ich weiß nicht, das sieht ja auch recht komisch aus, ne? Waren wir hier überhaupt schon mal? Wie heißt der Wald? Ui, eieiei. Grüße dich, mein Lieber. Na, ist das dein Ernst? Es ist mein Dieter. So, mein Freund. Naja, wenigstens ein bisschen was. Wenigstens ein bisschen was. Pebbles? Ja. So, dann reiten wir mal weiter. Das haben wir halt jetzt schnell mitgenommen. Ich hoffe, wir sind hier tatsächlich noch richtig. Die Brücken kenne ich aber auch nicht. Boah, was sind hier für Krähen los?
Also wie cool das hier ist irgendwie, ne? Also dass wir jetzt hier den Weg entlang reiten. Wo ist da wer? Gratuliere, wo ist denn da noch? Okay, jetzt ist er auf einmal weg. Okay, wir werden sicherlich noch einiges hier Möglichkeiten haben. So, hier für ordentlich Radau sorgen. Ich muss etwas zu essen besorgen. Ja, ja. Langsam knurrt der Magen. Schau doch ganz gut aus soweit. Was sind denn wir hier eigentlich, sag mal? Felsen, okay. Was war das? Komisch, warte mal, ich hoffe, das ist jetzt hier keine Falle. Wenn ja, dann habe ich verloren. Okay, nee. Hier haben es anscheinend früher gewaschen, wie es aussieht. Und ich hier. Ich habe tatsächlich Angst, dass ich hier irgendwo jetzt hängen bleibe. Ui. Ich muss echt wieder einen normalen Weg hier finden. Ich habe keinen Plan, keinen blassen Schimmer, wo ich hier gerade bin. Ne? Ach, da ist doch schon wieder gerade aus hier. Ich glaube, das kommt mir hier bekannt vor. Ja, ich glaube, hier waren wir schon 20 Minuten wohl. Jetzt hat er wieder volle Kraft voraus. Ey, und den Bashing, ne, den verkaufe ich jetzt so viel Klump. Ich muss ihn tatsächlich echt nahezu alles verkaufen jetzt erstmal. Wo ist er denn? Ach, da haben wir schon Ratai. Okay. Ja, lang dauert es nicht mehr. Ja. Halleluja. Jetzt kenne ich mich doch hier wieder aus. Und da sind wir doch schon.
Halt! Machen wir falsche Sektoren, die Sau auch mitten auf dem Weg rum. So, da ist der Karten von Bischek. Jetzt bitte lasst die Bischek da sein, da ist er doch schon der Lump. Was? Willst du mich verarschen? Wo sind wir jetzt gelandet? Nein, sag jetzt nicht bloß. Sag jetzt nicht bloß, dass wir hier... Nee, oder? Wieso bin ich jetzt gestorben, wo ich abgestiegen bin? Nein! Die komplette Quest, die komplette... Ach Leute, hör doch auf. Da, wo wir gestern begonnen haben. Das war jetzt alles für die Katz. Alter, weißt was? Bis morgen. Euer Franconia. Ciao. Servusle.